Einen schönen guten Morgen. Ich habe mir gerade mein Frühstück besorgt und suche jetzt einen schönen sonnigen Platz. Einige Sachen beachten, zum Beispiel, dass die Petersilie nicht wegfliegt. Muss man zum Beispiel immer, wenn man wartet oder so, die Gabel da drauflegen, weil also Salat abends zum Beispiel oder morgens Petersilie ist immer sehr schwierig, weil es halt gerne wegfliegt. Ne? Wir sitzen hier schön im Wind, wir haben auch ein bisschen Sonne, aber natürlich achten wir auch darauf, dass wir immer ein bisschen Schatten haben, weil wenn wir jetzt jeden Tag in der Sonne sitzen würden, dann würden wir eher rot werden anstatt blau. Ja, und so sitzt man hier mit einem wunderschönen Blick aufs Meer. So, ich habe mir jetzt auch noch ein bisschen was geholt und jetzt genieße ich einfach die tolle Aussicht. Sogar Butter gibt es hier. Mitten auf dem Ozean. Wird immer in Containern angeliefert, direkt aus Deutschland, damit wir, egal wo wir sind, Australien, Asien, Indien, immer deutsche Butter haben. Sonst wird es hier auf dem Schiff auch wahrscheinlich auch Revolte geben, ne? Ganz bestimmt. Ich glaube, mit dem Essen steht und fällt die Stimmung hier auf dem Schiff. Gibt es gutes Essen, sind die Menschen glücklich. Weil daran besteht schließlich auch unsere Hauptaufgabe, nämlich dem Essen. Morgens um 11 Uhr gibt es morgens Frühstück. Um 11 Uhr gibt es ein Bouillon, um 12 Uhr gibt es Mittagessen, um 3:30 gibt es Kaffee und Kuchen, um 6 Uhr gibt es Abendessen und um 10 Uhr den Mitternachtssnack. Also wie gesagt, das Wichtigste.